Wusstet ihr eigentlich, dass ich von KFC und Pepsi reingelegt worden bin? Ja, richtig reingelegt worden bin, aber diesmal im positiven Sinne. Wir waren Anfang Dezember nämlich in Essen und durften dort ein Blind Tasting machen. Und deswegen schalten wir jetzt mal genau zum Vergangenheitskasten. Einen wunderschönen guten Tag aus Essen. Was machen wir in Essen? Wir essen. Wir haben heute hier Dreharbeiten gemacht. Ich muss mal gucken, ob wir das oben noch... Komm, wir gucken mal, ob wir das zeigen können noch. Ich weiß nicht, ob die abbauen oder so. Ich habe da oben auch noch meine Sachen liegen. Ich nehme euch mal fix mit. Also wir haben heute den 5. Dezember. Ihr seht das erst am Januar. Irgendwann im Januar. So. Meine Socken habe ich eingepackt, genau. Also es gibt hier sowas. Gab es zu probieren. Testen wir gleich noch. Und hier war jetzt das ganze Setup aufgebaut. Und ganz viel Equipment. Haben wir hier für dieses Blind Tasting hier aufgebaut. Und es ist wahnsinnig kalt hier. Boah. Die hatten nämlich die Heizung nämlich aus. Und jetzt haben sie die Heizung jetzt angemacht. Das war, beim Dreh war es sehr kalt. Aber jetzt bestellen wir was. Und wir dürfen, und das Video kommt jetzt deswegen erst, weil wir... Ist jetzt? Der Käsemann ist da. Echt? Ja, gut. Ja, ja, verlau. Wenn verlau, dann yo. So, ran da. Einmal alles bestellen. Du musst nichts bezahlen. Hast du Hunger mitgebracht? Ja. Du hast auch mitgebracht? Ja, ne? Haben die, glaube ich, auch. Danke. Die hat uns mal richtig eingeladen hier. So, einmal rauf und runter. So, Tim, auch rein. Sieht so schlecht aus, frühstücken hier. Man wird schon langsam alt, musst du mal reinhauen jetzt hier. Ja, ich bin knapp 40. Wenn du wieder frischer wirst. Ja, ist gut. Komm, spiel mal jetzt. Komm, du bist aber nicht gespoilert. Nee, ich habe eure Reaktion gesehen live. Das war schon... Ist vor dem Essen? Auch noch immer so schön? Also ich bin auch mal gespannt, was du sagst hier. Ja. Also nee, deswegen, ich halte es mich fest. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist jetzt Veggie, ne? Das ist Veggie, ja. Keine Windverkostung. Riecht aber auch schon wie ein Ding, sag mal. Das riecht wie... Ich will den Nacken in der Hand. Den würdest du um eiskalt, würdest du den als Fleisch verkaufen, das Ding. Mhm. Sei ehrlich. Mhm. Jetzt nicht mal die Kameras, ob sie gerichtet sind. Mhm. Mhm. Krass. Und du hast auch schon Beyond Meat gegessen bei uns. Du weißt, wie Beyond Meat ist eigentlich schon Messlatte schon. Das ist Veggie? Das ist krass. Veggie. Alter. Ja. Und das ist so, das sieht einfach aus. Und so, wir gönnen uns heftig. Das ist echt ein Brainfuck. Ja. Wir haben beide. Komplett verkackt. Komplett. Bei beiden aber. Ja, definitiv. Bei der Pepsi und bei dem Burger. Genau. Dann haben wir die Zero und haben wir die normale. Unfassbar. Kompletter Brainfuck hoch 10. Zu essen gab es einen veganen Chicken Burger und es gab eine neue Pepsi Zero Max, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Wer allerdings noch nie mal ein Blind Tasting gemacht hat, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. Der wird sich nämlich wundern, wenn auch nur ein einziger Sinn fehlt, in diesem Fall waren es ja die Augen, die fehlten, was man alles an Geschmäckern raus oder auch rein interpretiert, wo man dann teilweise völlig falsch liegen kann. Davon ganz aber ganz ab, hat der Tim ja das auch das ganze Mal probiert. Und ich sage euch jetzt wirklich ganz ohne Witz, ich habe schon viele vegane Produkte probiert und auch gegessen. Unfassbar, wenn man den einem vorsetzt. Ich würde wetten, dass jeder sagen würde, das ist 100% Chickenfleisch. Also unfassbar, wie gut die das hinbekommen haben. Aber trotzdem auf jeden Fall mega, wie da die Textur, Geschmack, Geruch. Und das war weit weg von dem, was man sonst her so kennt. Wie gesagt, ich glaube, das Beste, was ich so erkannte, das war so Beyond Meat. Die finde ich schon sehr gut als vegane Alternative. Aber die Dinger, puh, alter Verwalter, die sind schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Hau rein! Ich habe doch schon 20 Burger oben gegessen, Mann. Irgendwann reicht's auch, oder? Das ist halt schlimm, wenn du was für Lauer haben kannst und dann kannst du so viel essen, wie du willst. Ja, ne? Ja. Ja, die haben schon gerade gesagt, die wollen so ein Bier, wollen so ein Milchshake, wollen so ein Pommes noch, alles haben. Alles ich habe noch sehr viel Milchshake auf jeden Fall. Ja. Achso, also, hol einfach. So, ein Kindershake. Vielen Dank. Schnapsglas. Schnapsglas-Shake.
Mhm. Wobei Milchshake geht immer. Milchshake immer. Hab schon gerade hier Schnüffellein habe ich schon. Ja, riecht nach Pommes, oder? Riecht nach Pommes, man. Pommes Currywurst. Darf ich dir auf dem Arsch kleben? Ihr kannst du hinter, also, Hinterkopf, keine Ahnung wohin, ist scheißegal wohin. Einfach als Gedächtnisstütze. Pommes, man, den Duft, den man haben muss. Schneid gerade Deluxe. Sieht man das noch halbwegs? Außerdem, James grad sagt gerade, er will einen Eimer haben. Einen Pepsi-Eimer. Ich will auch einen Pepsi-Eimer. Ich will auch aufstorben. Wo ist er? Ich will auch einen Eimer. Er macht den Eimer klar. Ja, er soll zwei Eimer klar machen. Ich weiß gar nicht, was denn für Eimer der meint. Ich auch nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Kühleimer von Pepsi. Oder? Aber wir sind so zwei nette Mädels von Pepsi, die müssen wir gleich noch mal anquatschen. Die sollen uns mal, ich wollte gerade sagen, Kofferraum voll Pepsi-Dosen, aber wir haben einen Transporter. Ich glaube, so viele haben die nicht mit. Nee, glaube ich nicht. Wie muss ich dafür umbringen jetzt für so einen Eimer? Die Pepsi-Damen, ganz lieb fragen. Oder den KSC-Typen fragen. Echt? Ich hab die Dame ganz nicht gefragt. Nur mit einer keine Pepsi drin. Das ist ja egal. Aber ich will einmal. Ich will auch Pepsi oder noch was. Ist er noch oder nicht? Hab ich doch noch. Was? Habt ihr noch oder nicht? Ich wollte nicht gerne oben das reden. Achso. Ich muss einmal. Ja, dann muss ich auch nochmal bitten. Das ist cool, der Eimer, oder? Ja. Deko. Ja. Kann man immer gebrauchen. Ich war bei Pepsi. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr schön. Perfekt. Gute Reise. Jo. Ciao. Mach's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ciao. Ja, es hat sich schon allein für euch zwei. Ciao. Ciao. Wir reiten jetzt wieder vom Hof. Beziehungsweise wir reiten jetzt in diesem Fall reiten wir nach Hause, obwohl wir gar nicht nach Hause reiten. Nee. Das Video läuft nämlich schon. Oder lief schon. So. Ja, das war mal sehr interessant auf jeden Fall, oder? Ja, war mega. Und mega lecker vor allen Dingen auch. Ja. So, und jetzt genug mit Schnee hier. Und tschüss.